Das Drehbuch wird nach dem Buch Die Geschichte von Loren, der nicht schreiben konnte. Geschrieben von Schriftsteller Martin Waldscheid. Der Löwe konnte nicht schreiben, aber das störte der Löwe nicht. Denn der Löwe konnte brüllen und Zähne zeigen und mehr braucht er nicht. Eines Tages traf eine Löwin. Die Löwin las in einem Buch und war sehr schön. Der Löwe ging los und wollte sie küssen. Aber dann blieb stehen und dachte nach. Eine Löwin, die liest, ist eine Dame. Und einer Dame schreibt man Brief, bevor man sie küsst. Das hatte von einem Missionar gelernt, den gefressen hat. Aber der Löwe konnte nicht schreiben, also ging zu dem Affe und sagte: Schreib du mir einen Brief für die Löwin. Am nächsten Tag ging der Löwe mit dem Brief zur Post. Aber der Löwe hätte gern gewusst, was der Affe geschrieben hatte. Also kehrte um und der Affe musste lesen. Liebste Freundin, wollen Sie mit mir auf die Bäume klettern? Ich habe auch Bananen. Total lecker, Grußlöwe. Aber nein! So etwas hätte ich doch nie geschrieben! Der Löwe zerriss den Brief. Dann ging hinunter zum Fluss. Dort musste der Nilpferd einen neuen Brief schreiben. Schreib du mir einen Brief für die Löwin. Am nächsten Tag ging der Löwe mit dem Brief zur Post. Aber der Löwe hätte gerne gewusst, was das Nilpferd geschrieben hat. Also kehrte um und das Nilpferd las. Liebste Freundin, wollen Sie mit mir im Fluss schwimmen und nach Algen tauchen? Total lecker, Grußlöwe. Aber nein, so etwas hätte ich noch nie geschrieben. Und noch am selben Abend war der Mistkäfer dran. Ich gebe mich große Mühe und machte Parfum auf das Papier. Am nächsten Tag ging der Löwe mit dem Brief zur Post und kam an der Schiraffe vorbei. Puh, was sind hier? Wollte ich wissen. Der Brief? Es ist Käferparfüm dran. Das würde ich einmal gerne lesen. Und die Giraffe las. Liebste Freundin, wollen Sie mit mir auf die Erde kriechen? Ich habe den total lecker Grußlöwe. Aber nein! So etwas hätte ich doch nie geschrieben! Hast du ja auch nicht. Supergutend zerriss der Löwe den Brief und ließ die Giraffe einen neuen schreiben. Und am nächsten Tag sollte das Krokodil vorlesen. Aber als der Löwe den Brief abholen wollte, hatte das Krokodil die Giraffe schon gefressen mit Brief. Sie hat gut geschmeckt. Total lecker. Also war das Krokodil an der Reihe und diesen Brief las der Geier vor. Liebste Freundin, heute Abend gibt es noch einen Rechtsgiraffe. Kommt auf, total lecker, Grußlöwe. Aber nein, so etwas hätte ich doch nie geschrieben. Der Löwe zerriss den Brief und am nächsten Tag musste der Geier seinen Brief gleich selber vorlesen. Liebste Freundin, ich bin der Löwe und ich bin der Boss hier. Ich will dich kennenlernen. Der Löwe nickte zufrieden mit dem Kopf. Ja, so hätte das auch gesagt. Der Geier las weiter. Wir können über den Dschungel fliegen. Ich hab auch Angst. Total lecker, Grußlöwe. Jetzt reicht es aber! Nein, nein, nein und nochmals nein! Ich würde ihr schreiben, wie schön sie ist. Ich würde ihr schreiben, wie gerne ich sie sehen würde. Einfach nur zusammen sein. Einfach faul unter einem Baum liegen. Einfach in den Abendhimmel gucken. Das kann doch nicht so schwer sein. Und dann brüllte der Löwe los. Brüllte all die wunderbaren Dinge, die er schreiben würde, wenn er konnte. Aber der Löwe konnte ja nicht, und so brüllte er noch mal eine Weile. Warum haben Sie nicht selbst geschrieben? Wer will das wissen? Ich. Ich habe nicht geschrieben, weil ich nicht schreiben kann. Da lächelte die Löwin, stupste den Löwen mit der Nase und nahm ihn mit. Abi Anfang. Der Löwe, Jakub Němček. Die Löwin, Sonja Schmirzowa. Misionär, Matko Kajček. Der Affe, Claudia Girerova. Das
Auto. Der Mistkäfer, Kika Gromova. Die Giraffe, Kika Hipilsova. Das Krokodil, Timotej Ježik. Der Geier, Dominika Richterichova. Erzähler 1, Martin Veresch.